heute? Es gibt heute heiße Tipps von Billy Schuss in unserem Dusel. Und dem Doktor Besserwiss. Ja. Hallo, Freunde. Der Mistwind hat diese Tür hier zugeschlagen, aber das bringe ich selbst wieder in Ordnung. Ihr wisst ja, was Handwerksarbeit so heute kostet. Der Lohn macht den Braten fett. In diesem Fall wohl kaum, aber sehen wir mal. Und wirklich nicht zuschneiden? Nee. Mach ich selber. Selbst ist der Mann. Können Sie sich vorstellen, was das Glas mit der Gummispinne macht? Nicht auszudenken, wenn das ein Fußgänger gewesen wäre. Unverantwortlich, so große Scheiben selbst zu transportieren. Aber wie ich sehe, Willi hat schon wieder eine Scheibe und sie auch nach Haus gebracht. Ritzi, ratzi, knicki, knacki. So ein Ärger. Klar, so nicht. Die Scheibe muss beim Schneiden auf einer weichen, ebenen Unterlage liegen. Nicht umsonst gibt es einen Glaserfilz. Wir brauchen aber viele Scheiben. Ja, es sind auch viele Scheiben kaputt. So, weiche Unterlage. Wer sagt's denn? Es geht der kleine Glaser. Und jetzt, Knock. Jetzt! Schon wieder. Ja, kein Wunder. Der Schnitt muss über geraden Kanten gebrochen werden. Zum Beispiel einer Latte. Wollen Sie nicht gleich einen Vorrat mitnehmen? Nein, das garantiert die letzte. So, und jetzt bitte, bitte. Oh, geschafft. So, und jetzt hinein. Ui, 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 ui. Zu klein, vermessen. Naja, macht nichts. Ein Glaser würde jetzt sagen, geht nicht. Aber wozu gibt's Kit? Und damit sparen die Burschen ja am meisten, obwohl es nun wirklich das Billigste von der ganzen Sache ist. Oje, oje, nicht zu fassen. Ja, sitzt, passt. Und? Hat Luft. Absolut unverantwortlich. Na, perfekt. Oder wieder was? Meine Freundin ist down. Huch, Durchzug. Ja, der Handwerker von Anfang an wäre billiger gewesen. Zur Verarbeitung von speziellem Material wie Glas gehört Spezialwissen. Wenn man das nicht hat, dann schneidet man sich in die Finger. Tja, Freunde, bis zum nächsten Mal. Und dann zeige ich euch ein paar todsichere Spartipps.